Diebstahl und Mord. Was, jetzt wollen Sie mir erzählen, Sie glauben, sie wäre nicht darin verwickelt? Warum sollte sie mir sonst verraten, dass sie eine Diebin ist? Weil sie Ihnen immer gerade so viel Wahrheit erzählt, dass es Ihnen leichter fällt, Ihre Lügen zu schlucken. Ich glaube nicht, dass sie dahinter steckt. Ja, weil Sie mit dem falschen Körperteil denken. Es war doch nur ein Kuss. Ich habe getan, was Sie mir gesagt hatten. Ich habe es beschäftigt. Ich wollte Ihnen nur genug Zeit geben für die Durchsuchung Ihres Zimmers. Ja, das Zimmer. Das Zimmer, in dem wir den Koffer und die E-Mail gefunden haben. Und das sind jetzt alles Beweise gegen Sie. Ich finde nur, wir sollten ihr die Chance geben, sich zu erklären. Wir? Nein, auf gar keinen Fall verhören wir Sie zusammen. Ach, kommen Sie. Tut mir leid, Kersel, aber nach dieser Unterhaltung und Ihrem Verhalten im Hotel ist es ja wohl offensichtlich, dass Sie voreingenommen sind. Ich habe nur getan, was Sie verlangt haben.